bin Albina Dworzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover, und heute ist Teil 2 von unserem Auge zeichnen lernen. Ich bedanke euch für zahlreiche Kommentare. Ich würde weiter das Thema Gesicht zeichnen und einzelne Teile dann auf meinem Kanal auch so Schritt für Schritt machen. Und heute zeichnen wir die Augen weiter. Und heute gehen wir so ein bisschen in Schattierungen. Wie nehme ich den Hauptton von der Haut an? Und wie zeichne ich so ein bisschen Augenbrauen? Und wie kann ich ins Detail gehen, damit meine Auge nochmal lebendiger wird, nochmal so ein bisschen sozusagen detaillierter. Wir zeichnen mit Aquarellstiften. So, in Beschreibung findet ihr Links, was ich ausgesucht hatte von Amazon, was ich für Materialien benutze. Das könnt ihr das auch bestellen. Sonst, wenn es euch meine Video gefallen, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook Dara Kunstschule, stellen die Fragen und ich freue mich auf eure Bilder, auf eure Kommentare und auf eure Abos. So, dann geht es weiter. Wir haben die grünen Stifte ausgesucht. In Teil 1 findet ihr, wie fange ich an, was ist die Komposition, von welcher Seite kommt Licht, von welcher Seite kommen die Schatten. Und heute machen wir weiter. Ich suche diese vier Stifte und was ist auch wichtig ist, die Stifte sollten wie immer ungefähr so sehen, wie dieses Stift heißt, angespitzt sein. Ja? Und heute zeige ich euch auch, wie kann man zum Beispiel mit weißem Stift das alles ineinander so ein bisschen vermischen, damit das alles auch noch ein bisschen interessanter, lebendiger wird. Und für die Hautton nehmen wir heute so Ocker und das benenne ich Englisch Rot. Und wenn man die beiden Farben vermischt, dann haben wir so einen schönen Hautton. Und ab und zu kann man auch ein wenig Rosé dazu nehmen. Und dann haben wir dann die ganze Palette von unseren Hauttönen halt da. Was ist auch interessant in die Auge, das haben wir letztes Mal so ein bisschen eingedeutet, aber nicht weitergemacht. Ich habe jetzt hier so ein Prospekt, dass man das einfach guckt, weil letzten Mal habe ich einfach auf meine Auge geguckt. Aber hier so, wenn wir hier bei der Auge hier sehen, dann haben wir ungefähr die gleiche Auge gezeichnet. Und dann sehen wir die Augenbrauen, die können wir dann so ein bisschen dicker machen. Und hier dazwischen hatten wir Lidschatten und da werden wir jetzt sozusagen um die Auge herum so ein bisschen Umgebung schaffen, weil es war mal die Frage, wie kann man die zweite Auge machen und so weiter. Das würde ich in einem Video zeichnen, wie wir insgesamt Gesicht zeichnen und die Proportionen und so würde ich dann erklären. So. Und dann, damit diese Lidschatten, damit die Auge nochmal in die Tiefe kommt, brauchen wir Folgendes. Das ist dann hier, machen wir nur so einen Strich und das ist auch unterschiedlich. Bei manchen ist das so ein bisschen höher, bei manchen ist das so ein bisschen tiefer und je nachdem, wie die Auge geöffnet ist und wie alt wir sind und so weiter, da gibt es richtig mehrere Faktoren. Aber jeder hat das und das ist meistens so, dass das hier so ein bisschen mehr geöffnet ist, nach außen ein bisschen weniger. Bei manchen haben wir da mehr. Das ist, wie gesagt, das ist schon so unterschiedlich. Und dann haben wir auch unten so eine, naja, so. Das sollten wir da, das haben wir auch so vorgezeichnet letztes Mal, dass wir sollten da vorstellen, dass da hinten so ein Kugel ist. Und dann um diesen Kugel liegt dann so unsere Haut. Und deswegen ist das alles so ein bisschen Halbkreisen und so weiter. Die Linie mache ich ein bisschen weg. Das ist noch, sage ich, von früheren Leben. Und zum Wegwischen von, wenn wir was wegradieren, das ist besser wegwischen, so mit einem Pinsel, ja, dann verschmiert er sich ganz nicht, ja. So, also, wir arbeiten heute mit Schattierungen rum um die Augen. Und das ist dann hier praktisch ein bisschen dunkler. Und dann gehen wir zu der Auge, machen wir das ein wenig heller. So.
Und wir nehmen das ist jetzt, wenn wir zum Beispiel Rot mit Grün mischen, dann entsteht so ein braunen Ton. Und hier würden wir das auch ein wenig in die Haut benutzen. So hier so leichte Schattierung und dann hier so leichte Schattierung, weil wir werden das heute so ein bisschen für unsere Augeumgebung schaffen. Und dann wäre das so, dass die Augen hier so weitergehen. Und ab da, hier beginnt schon die Nase. Ich mache nur so einen Strich. Und das ist wichtig, dass wir sozusagen verstehen, dass unsere Nase, die geht dann nach unten und hier geht das dann zu Augenbrauen. So diese Stelle, die ist meistens das, von da kommen die Lichter, ja, das Licht kommt dann direkt hier so auf die Nase, ja, und das heißt, hier wird so ein bisschen dunkler. Das versuche ich wegzuradieren, das war Strich zu viel. Ja, wenn wir das ganz zart haben, dann können wir das auch ein bisschen wegradieren. So, das ist sozusagen, da beginnt die Nase und diese Stelle, die ist meistens die dunkelste Stelle. Hier kommt immer so ein bisschen leichte Schattierung. Das habe ich auch letzten Mal schon ein bisschen eingedeutet. Und an diese Stelle, das ist meistens kommt Licht da, weil da ist so ein bisschen die Form kommt so ein bisschen nach oben. Da haben wir die Knochen. Und ab und zu, wenn man sich schminkt, dann macht man auch an diese Stelle. Mache ich jetzt ein bisschen weg, das ist von der Hand was geblieben. An diese Stelle kommen die Lichter und manche machen das auch so ein bisschen mit Weiß schminken, damit die Auge noch größer wirkt und schöner wirkt. Deswegen, wir machen genau so, wir lassen das hier so ein bisschen dunkler und wir machen hier so ein bisschen dunkler. Und die Striche, die sollten Form von also von dann hier geht das dann Bewegung so und hier, so wie die Augenbrauen, da gehen die Striche so. Ja, ich mache das jetzt so nicht so ganz, ganz feine Zeichnung, wo wir richtig alles detailliert machen. Ich mache nur so kurze Erklärung, wie man anfangen kann und wie können wir weiter ins Detail gehen, damit unsere Auge wirklich in die Tiefe kommt. Ja, so. Und dann nehmen wir unsere Grün. Ich habe gesagt, wenn wir Rot mit Grün mischen, entsteht Braun. Am Anfang kann man das kaum glauben. Wie kann ich dann Grün benutzen? Doch, kann man. Und was wir noch heute benutzen, wir nehmen ein bisschen von Blauton und wir machen da auch ein bisschen Blau da rein. Dann entstehen auch schöne Schattierungen. Wie gesagt, diese Stelle ist so ein bisschen mit Schatten. Hier beginnt unsere Augenbrauen. Kann ich auch so ein bisschen Blau da rein machen und dann würde ich das mit Schwarz auch noch mal betonen. So. Wichtig ist, dass hier die Augenbrauen bestehen so aus diesen Härchen. Und die sind dann so meistens auch so eingeordnet, dass sie diese Form von Augenbrauen machen. Und ab und zu macht man dann einfach so hier so rein einmalen. Das ist so ein bisschen falsch. Wie gesagt, wenn wir das realistisch zeichnen wollen, dann schaut er auch in den Spiegel, wie wachsen diese Härchen, ja? Weil das ist wirklich ganz viele kleine Härchen und die machen diese Form. Und bei manchen, hier würde ich sagen, ich mache dann hier auch noch nach oben, weil gefühlt, als ich das aus Entfernung geguckt habe, das war mir so ein wenig zu dünn, die Augenbraue. So, und hier gehen dann so die einzelnen Härchen und die machen diese Form weiter und so nach hinten praktisch bis zu Ende von der Auge, ja. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Formen. Manche haben das ein bisschen dicker, machen haben ein bisschen dünner. Und jetzt sieht er, das ist so ein bisschen so bläulich und da kann ich dann so noch mein Schwarz nehmen und so wird das Ganze auch noch mal interessanter. Vorne kommen so ein bisschen kleinere Härchen.
Und wie gesagt, unsere Aquarellstiften, die sollten auch ganz gut angespitzt sein. Dann funktioniert das am besten. Ja, weil wir können dann auch mit Spitze arbeiten und an manchen Stellen ein bisschen genauer machen. Ich drehe meine Hand so ein bisschen, damit er sieht. So, und die Striche gehen so halt in eine Richtung. Hier oben. Und dann gehen sie so ein bisschen da. Alles schön strukturiert. So, hier kann man das auch, das macht man auch ab und zu bei Schminken, dass wir so eine Farbe nehmen und dass das so unten so ein bisschen so einmalen kann man hier auch machen und dann obendrauf halt, wenn wir das breiter gemacht haben, nochmal ein paar Härchen draufziehen. Ja? Und so seht ihr, dass unsere Augenbrauen dann lebendiger werden. Und die Strukturen von diesen Haarkriegen und durch diese Blau ist das alles auch noch mal interessanter. Ja? Und jetzt nehme ich der Ocker-Farbton, das ist so ein Ton, weil Weiß bleibt praktisch nur hier, da und in unserem Auge als Lichtblick. Der Rest machen wir leicht mit Ocker. Und ab und zu ist Ocker ein bisschen zu gelb, ja, die wirkt das, dass diese goldene Ocker hat so ein bisschen Wirkung, dass das zu gelb wirkt. Deswegen habe ich gesagt, wir werden das auch mit ein wenig. Hier kommt auch Licht, ja, weil wir haben geschrieben, Licht kommt von da. Das ist aber leichter. So, und hier habe ich dann so ein kleines, so wie Strich gemacht. Ab da hier haben wir auch leichte Schattierung. Das dann so nach unten. Das ist alles, was unser Gesicht so lebendiger macht. Und wenn wir mit Licht und Schatten arbeiten, dann wird das Ganze auch noch mal, weil das ist meistens hier, ist das so ein bisschen dunkler. Und hier haben wir unsere Hauptton. Ja, ich nehme das als Ocker. Und wenn er das erstmal nur Tonierung macht, dann sollte der den Stift so ein bisschen flach liegen, ja, wie ihr so seht. Dann haben wir nur den Ton, weil es geht jetzt nur um die Umgebung schaffen. Jetzt war das Schmutz von meiner Hand. Wenn er da so merkt, dass das Schmutz im Bild kommt, dass es besser so ein Blatt oben drauf liegen, wo der Hand kommt, weil sonst haben wir auch diese Schmiererei. So, sonst wegradieren. Und dann. Wenn man das noch mehr detaillierter macht, das ist immer besser, dass ihr ein Stück Papier nimmt und eure Hand dann halt auf Papier liegt, ja? Und dann sonst hier haben wir auch wieder leichte Schattierung. Ja? Weil die ab und zu machen wir was an die Umgebung und das ganze Bild verändert sich, ja? Und das ist auch ganz wichtig, dass man mit der Umgebung arbeitet, weil damit das Weiß in die Augen richtig weiß leuchtet, brauchen wir so dieses Hautton und deswegen machen wir jetzt nur so leicht alles mit einem Ton. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt gleich, wenn der Ton zu gelb ist, wie man das mit einem anderen Ton und hier gehen die Stiche erstmal so. Ich habe auch gesagt, hier kommt Licht, das bleibt auch hell. Das heißt, da oben hier, so wie wir hier so die Schatten auf den Lidschatten gemacht haben, hier machen wir die Schatten auch noch ein bisschen weiter. Mit diesen Schattierungen arbeiten wir. So, wir brauchen auch hier unter den Augenbrauen leichte Schattierung. Ganz, ganz, ganz. Und hier kommt nur ganz, ganz, ganz zarte Ton von diesem Ocker. Nicht so intensiv wie oben, aber der kommt da auch, weil, wie gesagt, das ist dann die Lichter und nur die Lichtblicke, die sind weiß, ja? Deswegen Hautfarbe,
so. Ja, dann geht die Form so. Und wir sehen, dass das hier dunkler ist, hier auch dunkler. Da können wir auch ein bisschen intensiver drücken, ein bisschen mehr Ton machen. Und hier ist das auch ein Moment, der ganz wichtig ist. Diese Linie, das haben wir mit diesem Rot gemacht, die sollte nicht sozusagen nicht als Linie aussehen. Wir sollten die in die Form reinbringen. Das heißt, zu der Linie ein bisschen dunkler, sozusagen da, wo sie sich anfängt. Und dann nach unten, je weiter zu Auge, desto heller und heller wird das. Ja. So, hier brauchen wir auch leichte Schattierungen. Das mache ich so ein bisschen mit, würde sagen, hier sollte auch noch ein bisschen dunkler werden. Da beginnt, wie gesagt, die Nase, da geht diese dunkel zu hell und dann so zurück und hier kommt dann halt Licht, ja? So. Und wir machen die Striche so und dann können wir die Striche auch so machen. So schaffen wir auch noch mehr Struktur. Das ist immer so, wenn man wollte, wenn man mit Staffo arbeitet, dann sollte drehen, da mache ich mit denen, damit er das versteht, so eine sozusagen Kreuzung stattfinden. Ja, wenn wir die Striche so liegen, dann sollte der andere Strich noch so kommen. Ja, das ist natürlich jetzt so vergrößert. Und so wird das Ganze, die Fläche arbeitet dann ganz anders. Deswegen, ich habe das hier so die Striche so gezogen, ja. Und dann ziehe ich noch ein paar Striche so und so. Und so fängt das Ganze noch plastischer zu werden, ja. So, und wir merken, dass wir hier zum Beispiel so hell haben. Das heißt, damit das noch besser rauskommt, wir machen das hier in die Augen hier auch ein bisschen grau. Und da unten machen wir wieder ein bisschen dunkler. Und er sieht, ich mache nicht jetzt eine Stelle bis zu Ende, sondern ich gucke das ganze Umgebung, ja. Weil es gibt natürlich verschiedene Methoden. Wir können dann so Zeichnung fertig haben und dann können wir so machen, dass wir eine Stelle zu Ende haben und dann gehen wir weiter und weiter, geht auch. Aber da ist es so Gefahr, wenn ihr an einer Stelle irgendwo beim Zeichnung Fehler gemacht haben und dann irgendwo schon so richtig viel Zeit verwendet haben und dann merkt ihr, oh Gott, dass aber die Proportionen stimmen nicht oder noch was, dann war das die ganze Arbeit umsonst, ja. Deswegen, ich würde immer empfehlen, immer so eine Stelle und dann zu gucken, passt die jetzt zur anderen, damit die Farben sich wiederholen und immer wieder so ein bisschen hin und her, ein bisschen da und ein wenig da. Und so wächst das Bild praktisch immer weiter und weiter. Und er sieht dann hier, wo wir Schatten gemacht haben, dann können wir noch ein paar Wimpern noch ein wenig intensiver machen, dass sie dann da so jetzt auch da wachsen, ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen Umgebung geschafft. Natürlich hier habe ich jetzt die Striche nur so gemacht, ja, so in einer Richtung. Und jetzt machen wir die hier auch jetzt so, ja. Und da sieht dann wieder ist diese so Kreuzung. Und das ist dank dieses Straffo wird das Ganze lebendig, so ja, dreidimensionaler, sagt man. Ja, bei uns war das akademisch. Man hat so verschiedene Bezeichnungen, ja, wenn man das bezeichnet. Aber es ist auf jeden Fall Straffo.
So, und wenn von da Licht kommt, dann ist das diese Seite auch vom Gesicht. Das ist, hier haben wir bemerkt, dass es dann so kommen, dann die Schatten. Ja? Und natürlich wird da auch, das haben wir hier so Wagen, die Knochen da. Und ab da wird das auch so ein bisschen Schattierung. Aber das würde ich genau erklären, wenn wir dann Gesicht komplett zeichnen. Ja, hier machen wir jetzt noch ein bisschen Einführung, ein bisschen, wie eine Farbe in andere geht. Und das habe ich jetzt mit Ocker gemacht. Und wenn er merkt, nie, das ist mir zu gelb, dann könnt ihr der eure Rosé nehmen. Und dann ein wenig von dieser Rosé reinmachen, aber ganz, ganz, ganz leicht, ja. Weil da muss man auch, und das ist so wichtig, so ein bisschen in die Struktur reinmachen. Weil wenn ihr das am Ende auch noch mit dem Pinsel arbeiten wollt und dann die Farben ineinander fließen wollt, dann werdet ihr sehen, wie die Farben sich vermischen. Und dann hat man natürlich einen schöneren so Hautton. Und ich merke jetzt, hier ist mir noch zu hell. Dann mache ich da noch ein bisschen dunkel. Ja, weil wie gesagt, Zeichnung, Malerei, das lebt alles von Kontrasten. Und zum Beispiel dieser Strich, dann würde ich sagen, hier kommen noch ein paar Wimpern, dann da auch. Aber so diesen schwarzen Strich, da wollte ich rein in die Form auch bringen. Dann wird das Ganze auch lebendiger. Und dann nach innen immer heller, heller, heller. Damit dieser Strich so wirklich nicht so wie Strich aussieht, sondern in die Form geht. Ja? Und wenn das in die Form geht, dann wird das Ganze auch nochmal runder, lebendiger, interessanter. Ja, hier haben wir dann auch leichte Schattierung, dass das da geht. Bisschen rosa, bisschen blau. Und ihr sollt keine Angst haben, ja, so einfach experimentieren, ja, weil Übung macht der Meister, dann wissen wir alle. Und damit unsere Zeichnung nicht so langweilig wird, dann können wir ruhig ein bisschen mehr Farbe nehmen, ein bisschen experimentieren. Und so wird unsere Zeichnung natürlich viel, viel lebendiger. Ich nehme jetzt hier auch noch ein bisschen braun. So, und jetzt gehe ich so in die Auge und dann machen wir noch ein paar Schattierungen. Und dann zeige ich euch, wie ihr mit dem weißen Stift in Aquarell das alles so ein bisschen ineinander vermischen könnt. Und dann entstehen auch schöne Sachen. So, hier machen wir auch leichte Schattierung. Und wie ihr seht, ich mache so die Striche praktisch in der ersten Linie, werden sie so gezogen, wie die Form ist. So, ja, zum Beispiel. Und dann mache ich dann auch die paar Striche, die so oben drauf, ihr habt schon wieder so dieses Kreuzende, ja? So. Hier machen wir auch noch Schatten. Und wir machen hier auch noch so ein Licht sozusagen wie ein Bogen, ja, weil da oben kommt auch noch so ein bisschen Schatten vom Wimpern und so, das ist genauso wie wir das hier gemacht haben. Und wenn wir das hier auch das noch ein wenig dunkler machen, praktisch hier weiterziehen, so, dann wird unsere Auge noch mal lebendiger, ja, so. Hier gehen wir dann ein bisschen zu unserem Licht so. Und der Licht sollte natürlich auch jetzt nicht so offen dastehen, sondern auch, da machen wir dann auch leicht so. Und in die Auge habe ich das gestern nur so gezeigt, da kommt der Lichtblick. Und natürlich sollten wir das auch alles hier ein wenig entschärfen, sage ich.
Das war nur schematische Darstellung, dass man so ein bisschen versteht, wo sind die Lichter, wo sind die Schatten. Aber damit das Ganze noch lebendiger wird, dann sollten wir dann mehr in diese Halbnuancen gehen und alles nochmal feiner, sage ich, ineinander so fließen lassen, ja. Und so, wie gesagt, es gibt so die Augen, die so diese Umrandung haben, und das finde ich so total faszinierend. Und das mache ich jetzt das auch. Nicht alle, aber ihr könnt bei euch gucken, ob ihr das habt, dass es wirklich so im Irisrum hier rum auch nochmal so eine dunklere Kante praktisch, die das Ganze auch noch mehr interessanter macht. So. Und natürlich grün hier in die Schattenseite, auch noch hier die Schattenseite, hier Lichterseite auch noch mal betonen, noch mal dunkler. Und wir arbeiten in Aquarell nicht gleich in vollen Ton, sondern wir machen das Schritt für Schritt, so ein bisschen, und dann noch Farben. Und bei mir in der Hand sieht das immer so aus, dass ich alle Stifte dann in die Hand so ein bisschen stecke. Und das ist dann mir einfacher, aber ihr müsst das für euch, eure Methode finden, wo ihr, ob ihr die Stifte ablegt oder, ja, das, wir haben alle unsere Stärken, sage ich so. Kann natürlich sagen, andere Wörter benutzen, aber das ist halt, jeder macht so, wie es ihm passt. So, und wir haben hier so richtig in die Augen schon Struktur geschafft. Und wenn ihr merkt, bei manchen Stellen ist das noch zu grob, da könnte man noch mal ein bisschen ineinander fließen, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler machen. Und hier würde ich sagen, da fällt mir noch ein bisschen dunkleren Ton, dann nehme ich dunkelgrün. Und wie gesagt, ihr könnt probieren, dass ihr blaue Augen zeichnet, graue Augen. Brauen sind total faszinierend. Ja, und wichtig ist diese Struktur in die Augen. Da kann man sich wirklich in dieser Struktur verlieren. Hier mache ich die Kante nochmal. Und wie ihr seht, ich benutze wirklich verschiedene Töne, verschiedene grüne Töne, verschiedene, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wird. Ja, ich habe zwei grüne, grau, braun, blau, und so macht das alles das Ganze viel, viel spannender. Also, ich mache hier noch Schatten, noch ein bisschen da. So, und jetzt würde ich sagen, wir nehmen und ich nehme weißen Stift, weil heute machen wir das wirklich nicht mit Pinsel, sondern mit weißem Aquarellstift. Das ist so ein Trick, der mir wirklich gefällt. Und wir gehen einfach in unsere Auge und versuchen da eine Farbe in andere so ein bisschen ineinander fließen sozusagen. Das ist so eine sehr interessante Technik, verwendet man auch öfter. Und dann werden die Farben praktisch richtig ineinander nochmal reingemalt, ja. Und das Ganze wird nochmal bisschen lebendiger, ja, realistischer noch. Ja? Und keine Angst, mit kleinen Strichen zu arbeiten, mit großen Strichen. Und hier kann man da unten das so machen, dass da wirklich dieses Licht nochmal alles miteinander verbindet. So, und hier die Lichter zusammen verbinden. Ja? Und dann hier zum Beispiel in die Pupille drin auch. Und dann ist das alles so ein bisschen ineinander vermischt.
hier so, dann seht ihr dann, wenn er sieht, das ist zu viel Grau, dann abwaschen und dann können wir weiter. So, ja, und wie ihr seht, die Auge wird lebendiger und lebendiger und da kann man weiter mit feinen Strukturen arbeiten, mit diesem Weiß noch darüber gehen und noch ein bisschen da sozusagen von dunkel, dieses Übergang noch flüssiger machen, von dunkel zu hell, ja. Dann vermischen sich auch die Farben ein bisschen zusammen. Ja, das war hier so grau ein bisschen mit braun. Hier auch. So, und hier würde ich dann hier jetzt den Schatten, weil wir haben Licht hier, das ist der Hauptlicht hier. Und damit das auch noch mehr besser wirkt, mache ich hier noch leichte Schattierung da. Dann mit dem Braun noch mal Braun ein bisschen einspitzen und hier mit Braun auch noch ein wenig unsere Lidschatten noch betonen. Noch braun, ja, mache ich dann mit braun ein bisschen Schatten hin und da. So, und so, jetzt nehme ich noch ein bisschen Schwarz und auch ein wenig anspitzen und ich mache bei den Augenbrauen bisschen braun und schwarz noch rein, dann ist das auch noch mal ein bisschen lebendiger und ich denke, ich sollte Augenbrauen gefühlt noch ein bisschen breiter machen und ich empfehle euch immer, wenn ihr zeichnet, im Atelier zeichne ich immer an die Staffelei. Und wenn ich dann für mich zeichne, ja, aber wenn ich hier an die Staffelei zeichne, das ist dann nicht so ganz gut mit dem Kamera und mit dem Vorzeigen, deswegen ist das so, ich sitze am Tisch, aber ich würde euch allen empfehlen, besorgen Sie sich kleine Tischstaffelei, vielleicht wenn ihr keinen Platz habt für eine größere Staffelei für zu Hause, weil so habt ihr immer sozusagen, wenn das Bild so liegt, dann haben wir so ein bisschen falsche Perspektive. Und aber es ist auch nicht so schlimm, dann wenn er dann so am Tisch malt, dann muss er immer wieder aufstehen und gucken, dass ihr das praktisch von Entfernung sieht und dann könnt ihr sehen, okay, da ist mir zu wenig oder da ist mir zu groß. Wie gesagt, wenn wir die Bilder von Abstand betrachten, so ein bisschen von Entfernung, ist das alles nochmal
wir können uns selber überprüfen, ja. Und ab, was noch hilfreich ist, so die Augen, ich sage immer in meiner Schule, für meine Schüler, die Augen so ein bisschen klein machen und auf das Bild so mit ein bisschen kleineren Augen betrachten. Dann können sie auch besser erkennen, wo fällt vielleicht Kontrast, wo brauchen wir ein bisschen Licht, wo brauchen wir noch ein bisschen Schatten, was kann ich noch dazu machen. Das sind solche Sachen, die eigentlich wichtig sind, ja. Wie gesagt, Bild nicht so blind so betrachten, weil ab und zu sieht man, ich auch, ja, und male und dann stehe ich auf und denke mir, boah, wieso habe ich keinen Abstand genommen, dann muss ich da und da und da was machen. Das ist halt Malen, ist ein Prozess und da dürfen wir alle Fehler machen. Und das Schöne daran ist, wir werden immer besser, wir können uns immer korrigieren und ja. So, jetzt würde ich sagen, ich bin mit meinem Auge fertig und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießen Sie die Zeit, was wir jetzt alle ja, haben durch diese Bedingungen. Lernen Sie was Neues und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und bei Facebook. Und wenn ihr noch keine Materialien habt in meinem Video, unten habe ich so eine kleine Liste gestellt, was ihr alles kaufen könnt. Es gibt so, wir malen mit Aquarellstiften und mit Aquarellfarben, die zeige ich auch. Und die könnt ihr dann auch so in Beschreibung finden. 24 Farben reicht zuerst. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wollt ihr gerne mit mir malen, zeichnen, experimentieren, sage ich, dann schreiben Sie das. Ich würde versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich drehe auch Live-Video bei Facebook. Zum Beispiel nächsten Mittwoch haben wir unsere 6. Schritt zum Erfolg. Und das wird live bei Facebook sein, bei Dara Künstlerin um 19 Uhr. Konkrete Ziele, das ist unsere Neuragrafik, unsere Neuraart. Herzlich willkommen, seien Sie dabei.